Hallo allerseits. Willkommen am Samstag, dem 27. März 2021. Ich habe heute bis eben mal meine Anleitung ein wenig geordnet und neu sortiert. Dazu aber später mehr in einem anderen Video oder vielleicht eher, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Aber dabei habe ich jetzt meine Anleitung 9 Volt Eisenbahn aus den 90ern. Mal schön nach Setnummern geordnet, dieser dicke Stapel hier. Und ja, im heutigen Video gehen wir die einfach nur mal durch. Das dient dazu, dass ihr einen Überblick habt, welche Sets es in den 90er Jahren gab und wann die erschienen sind. Fangen wir an, 2126, ein Ergänzungsset mit 4 Waggons, sogar ein Lader-LKW, 2 Autos, Baumstämmen. Das Set ist 1998 auf den Markt gekommen, also noch eins der jüngeren. So, zum nächsten Set. 2150, ein Bahnhof in Rot. Sogar ein relativ langer Bahnsteig, bestehend aus 4 16x16er Grundplatten, also so lang wie 4 Cities oder wie 4 gerade Eisenbahnschienen, das ihr in meinem Bild habt, sogar mit Gepäckwagen. Ja, einigen Figuren statt Zielanzeige und es war noch ein richtig schönes Gebäude. Natürlich hinten offen zum Bespielen, aber trotzdem ein sehr gelungenes Set. 1996. Dann kommen wir zum Set 4532. Das ist ein Bahnübergang, wie man unschwer erkennen kann. Ja, futuristisch, also hier mit Glaselementen, auch ein reines Glasdach. Ja, klar, ein Kinderspielset. Und lange Schranken ohne Tanne. Ja, steht hier jetzt leider nicht drauf, welches Jahr. Das ist etwas traurig, weil ich das gerade auch bei dem Set nicht auswendig weiß. Wurde auf jeden Fall in Deutschland gedruckt. Ja, gut. Da halten wir uns nicht so lange dran auf. Noch ein Bahnübergang. Der weiß ich allerdings 1990 oder 91 müsste es sein. Ja, 91. Also der ist etwas älter. Relativ simpel, hier so ein Wartehäuschen und Schranken. Also damals hat sich Lego noch die Mühe gemacht, Bahnübergänge auch mal einzeln auf den Markt zu bringen. Das zweite Mal, das dritte Mal und das vierte Mal. Ja, ich habe die Anleitung viermal. Das Set glaube ich nur dreimal, aber auch teils unkomplett. Na gut, dann kommen wir zum Set 4547. Ein Schlafwagen des legendären Metroliners, in dem Fall auch 1993 auf den Markt gekommen. Der Metroliner 1990, 3 Jahre später ein Zubehörset, ist auch relativ teuer. Hier sieht es so aus, als wäre der beleuchtet, dem ist leider nicht so. Aber trotzdem sehr schöner Schlafwagen. Hier unten sind denn die Betten, auch mit Aufklebern hier an den Fenstern, dass man da nicht so durchgucken kann. Das sind übrigens bedruckte Teile hier mit diesem Erhöhung des Streifen, des Seitenstreifens. Und die Glaselemente, also Schlaf- und Panoramawagen. Die transparenten Glaselemente sind heutzutage leider sehr teuer. Gut, kommen wir zum nächsten Set. 4549. Auch wieder ein schönes Zubehörset. Ein Ladegutwaggon. Insgesamt 4 Container. Ein Greifkran. Hier ist so ein überkreuzender Mechanismus, das nur durch das Gewicht der Greifer hier an der Palette wunderbar greift. Und ein LKW. Auch super schick, finde ich. Viel weit, nur aber trotzdem hier super getroffen, das amerikanische Design mit der hervorstehenden Motorhaube. Das, gut, würde vielleicht zu weit führen, aber in Amerika sind die Motorhauben nach vorne stehen, weil da bemisst sich die maximale Länge von LKWs nur nach dem Container. Das heißt, der Motor kann so lange sein, wie er will. Und in Deutschland gilt der vordere Teil des LKWs auch mit in die zulässige Länge. Deswegen hat man das in Deutschland halt so gemacht, dass der Motor unterm Führerhaus ist, um das ein bisschen zu verkürzen. Jahr 1993. Dann kommen wir zu einem auch super spannenden und schönen Set. Das Krokodil. Kam jetzt 2020 auch wieder auf den Markt. Also hier seht, das ist deutlich klotziger und klobiger. Aber ich finde, das Modell ist trotzdem super schick und man muss bedenken, das ist ja schon 30 Jahre alt. Also kam 1991 auf den Markt, genau. Feiert jetzt das 30-jährige Jubiläum. Und dafür kann man auch sagen, wunderbares Ergänzungsset. Und sogar direkt motorisiert. Und fährt deutlich besser als die
als das neue Krokodil. Dann kommen wir zum weiteren Superset. Ein Schienenkran mit einem kleinen Baucontainer, sogar mit grünen Türen und den seltenen weißen Zugfenstern. Und ansonsten hier ein bisschen Ladegut. Nicht sonderlich spannend, nicht das schickeste Set, aber hier gibt es auch noch ein paar B-Modelle. Und ja, 1995. Das nächste Set. 1999, 4553. Eine Eisenbahnwaschanlage. Auch recht witzig. Und der Mechanismus funktioniert auch. Hier ist einfach nur so ein 1x3-Slope. Und ja, wenn die Züge da vorbeifahren, dann gehen die Waschanlagen die Waschanlagenmechanismen etwas weiter zur Seite. Ja, und gibt auch wieder ein B-Modell. Dann 4563. Der erste Güterzug 1990 kam der Güter auf den Markt. Gibt natürlich auch wieder ein B-Modell hier unten. Und sogar gedruckt in Deutschland in Neumünster. 91, okay. Ja, gut. Hier nochmal die gleiche Abwehrleitung. Das zweite Mal. Das dritte Mal. Und das vierte Mal. Ja, ich habe den Zug einige Male, war irgendwie immer mal wieder günstig zu erhalten. Aber ich würde mir den auch 20 Mal kaufen, weil ich finde, den kann man echt super in einer hohen Menge brauchen. Dieser geschlossene rote Güterwagen, davon habe ich jetzt auch, glaube ich, um die 20. Aber das sieht ja auch einfach traumhaft aus in einer großen Menge. Gibt es auch in echt Züge mit ganz vielen von den Wagen. Und ich finde auch, die beiden kleinen Güterwagen sehen insgesamt sehr stimmig aus. Die Lok hat ein paar interessante Teile, auch nett. Man kann daraus auch selber nochmal was Schönes bauen und einen Motor. Ja. Dann 4564, das war mein zweiter 9-Volt-Zug, den ich gekauft habe in 2010. 4560 war mein erster. Finde ich auch wieder ein super gelungenes Set. Ist leider etwas teurer und auch etwas seltener. Eine schöne Lokomotive. Hier ein Kran mit richtig funktionierender Automatik. Das seht ihr, Container hochgehoben werden kann. Hier hat dann hier so eine Rampe. Ein geschlossener Postwagen mit Klappe und dennoch hier so ein Schüttgutwagen. Und 94 müsste es sein, genau 1994. Hier sind noch ein paar Gleispläne. Nochmal Anleitung in etwas schlechterem Zustand. Dann haben wir... mir fällt auf, ich habe die vernünftige Reihenfolge doch noch nicht hier. Ich wollte es eigentlich nach Z-Nummern, aber egal. Soll jetzt nicht Thema sein. 4554. Nochmal der gleiche Bahnsteig, wie eben schon eingangs gezeigt, in einer anderen Farbe, nämlich in Gelb, und der müsste ein bisschen älter sein. 1991. Sieht man relativ selten, ist auch relativ teuer mittlerweile. Ich habe sogar den Karton dazu. 4555. Verladekran. Hier etwas unglücklich getroffen. Wieder ein paar B-Modelle. 1995. Ich hoffe, dass ich euch den nochmal von vorne zeigen kann. Ja, so sieht der von vorne aus. Also auch wieder eine super Funktion. Der Kran ist auch in beide Richtungen beweglich. Anhänger, ja, nicht so spektakulär. Was hat, finde ich, schon als das Spielset sehr schön. Also deutlich schöner als der Kran, oder zumindest ein Ticken schöner als der Kran, der in dem aktuellen Zug bei ist. Nee, vorletzten, also 2018. Ja, 2014, sorry. Genau. Jetzt kommen wir zum Set 4556, ein Bahnhof. Ja, 1999. Nicht sonderlich spektakulär. Gibt aber auch wieder ein paar B-Modelle. Dann 4557. Verladekran auch nicht so spektakulär. Da hat Lego langsam nachgelassen. Hier steht wieder kein Jahr, aber müsste auch Ende der 90er sein. Ich weiß nicht, ob 99, kann auch sein, dass 97. Ja, 91, der legendäre Metroliner. Das war ja auch der erste Personenzug auf 9 Volt. Also leider haben die Züge natürlich die schönen 12 Volt Modelle abgelöst. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wieder mit B-Modell. Auch die Lok hier finde ich ganz schick. Habe ich sogar auch mal nachgebaut. Metroliner ist mittlerweile auch schon relativ teuer und begehrt. Ja, auch ein Bahnsteig bei 14 Figuren, meine ich. Also sehr reichhaltig. Ich glücklicher habe die Anleitung dreimal. Ergo im Umkehrschluss den Zug auch. Dann kommen wir zum Set 4559. Das müsste 95 sein. 96, okay, um ein Jahr vertan. Ein sehr schönes Spielset. Wahrscheinlich ein Fantasiemodell, aber trotzdem, mir gefällt er. Einige finden den ja hässlich. Ist auch nicht der allerbeste, aber trotzdem hat er seine Daseinsberechtigung, finde ich. Geht ja auch hier um Kinder. Dann
45, 60, 61. Wie unterscheiden sich die beiden eigentlich? Mal am Rande. 61 hat kein Travo und 60 hat ein Travo. Also ist ein bisschen teurer. Dann hat man wahrscheinlich gedacht, für welche die 1999, wo der Zug auf den Markt kam, den Zug schon in einer höheren Ausführung hatten oder schon ein paar Züge hatten, brauchen ja nicht nochmal irgendwie ein Set, was 30 Euro teurer ist oder so für ein Travo oder Mark damals noch. Jo, und deswegen gab es den halt auch ohne Travo. Aber bei mir sammeln sich die Travos auch schon allmählich. Gibt auch wieder hier B-Modelle. Also das hier ist nur so ein Begleitheft. Anleitung für B-Modelle. Und ein paar Zeichnungen und Werbung für andere Sets. Ich hoffe, dass ich das so schnell finde. Genau. Hier ist mal Werbung für ein paar Sets. Die gehen wir aber auch alle noch gleich durch. Das heißt, gut, die beiden Anleitungen hier habe ich, sind da irgendwo zwischen. Darauf gehen wir jetzt nicht an, sondern ich habe hier nur die A4-Format-Anleitung. Also hier ist auch nochmal zu sehen, exakt identisch eigentlich die beiden, nur hier ist der Rand schraffiert und kein Travo mehr. Und Lego hat leider auch schon angefangen, hier die Anleitung sehr stark gestückelt zu machen. Hier hatte also jeder Waggon eine eigene Anleitung, denn die Autos, die Container, also hier ist nochmal zu sehen, Lok eine Anleitung, beide Wagen eine, die Container eine, die und ja. Also das hat Lego jetzt leider beibehalten. Die kleinen habe ich hier schon reingeschoben. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Ja, hier sieht man es nochmal, wenn man nicht aufpasst, was denn passiert. Also ich finde es schöner, wenn es einfach nur ein kompaktes Buch gibt. Natürlich für eBay-Weiterverkäufer ist es immer ganz praktisch und kann man einen Wagen mit Anleitung verkaufen und so. Aber für Privatverbraucher, wenn man jetzt nicht gerade zusammen mit Kindern oder mit Freunden das Set aufbaut, finde ich das einfach nur nervig und unnötig. Huch, hier bin ich tatsächlich noch ein bisschen durcheinander, weil ich habe ja zweimal umsortiert. Das Set hatten wir schon, das auch. Jetzt kommen wir zum Set 4565. 1995 müsste es sein, 96, wieder um ein Jahr vertan. Auch ein ganz netter Güterzug, ist zwar nicht der allerschönste, aber ich finde, der Verladekran ist auch sehr gelungen. Ja, sogar mit einer funktionierenden Waage. Also natürlich vom Gewicht her nicht, aber ja, so ein Hebelmechanismus, das tatsächlich je nach Gewicht, was hier liegt, sich der Zeiger etwas bewegt. Ja, ansonsten auch. Sorry, da war jetzt ein kleiner Cut, weil der Akku leer geworden ist. Ich habe jetzt einen neuen angelegt. Ja, mit dem Zug waren wir ja durch, 1996. Farblich etwas, ja, eintönig. Aber vom Design her mal individuell. Hier sind auch insgesamt 7 Container bei, die alle hier auf den LKW geladen werden können. Also für Kinder super Spielset, würde ich mal behaupten. Und jetzt haben wir zwar noch einen großen Packen an Anleitung, aber sind tatsächlich fast am Ende angelangt. Nämlich haben wir hier 2003. Da ging die 9-Volt-Ära langsam zu Ende. Das hat 4511. Recht sporadisch. Ich habe das tatsächlich 2009, glaube ich, noch im Marktkauf im Laden gesehen für 99,99. Ein Travo ist dabei, ein Schienenkreis, das heißt 16 gerade Schienen, ein Wagen, eine Lok, drei Figuren und ein Mini-Bahnsteig. Also da hat sich Lego immer mehr der sporadischen Ausstattung genährt. Natürlich kann man jetzt sagen, damals 2007 kostete zum Beispiel das Travo alleine schon fast 60 Euro und die geraden Schienen auch schon über 35 und der Motor nochmal. Das heißt, kriegt man den Zug sozusagen fast gratis, aber ist ein bisschen wenig. Hier gab es auch noch ein Bild vom B-Modell. Joa, wer es mag. Also sieht ja ganz witzig aus, wenn auch eher Fantasiezug, sogar noch ein C-Modell, ja. Und ansonsten, ich finde den Zug hier in einer größeren Länge ganz schön, deswegen habe ich den auch einige Male, wie ihr gleich sehen werdet. Aber erstmal Set 4513, natürlich auch 2003, ein Bahnhof, besteht aus 3 16x16 Platten, ja, mit so einem Fahrzeug, Skater, Drehtür, das ist eigentlich ganz nett, ansonsten relativ offen gehalten. Geschmackssache. Dann haben wir hier die zweite Anleitung von dem Zug, die dritte Anleitung, die vierte Anleitung, die fünfte Anleitung. Ja. Warum ist hier, hier ist noch ein kleiner Knick drin. Ach nee, hier sind nochmal Aufkleber. Richtig.
Ach gut, die könnte ich sogar noch mal aufkleben, weil ich habe noch einen Zug, wo die fehlen. Gut, dass ich das gerade mal sehe. Ja, aber ganz durch sind wir doch noch nicht. Einen Zug möchte ich nämlich noch erwähnen oder eine Anleitung haben wir noch. 4512, auch 2003, ein Güterzug. Eine Weiche dabei, eine Rechtsweiche, ein Abstellgleis und drei gerade Schienen. Ist also recht überschaubar, dafür ist ein Gabelstapler dabei, ein geschlossener Güterwagen wieder, ein Geldtransport, also sogar eine nette Geschichte dabei, so ein Kippgutwagen, drei Ladungen und ja, die Lokomotive. Überschaubares Set, aber ich finde, es ist trotzdem ganz nett. Also ist Lego in meinen Augen gelungen und wieder mal auch mit Abstellgleis und Weiche. Paar Spielmöglichkeiten, weil das war das erste 9-Volt-Set mit Weiche. Also der erste Zug, wo auch direkt eine Weiche im Set enthalten war. Jetzt ist es ja tatsächlich bei den Güterzügen mit Ausnahme von 698 aus dem Jahre 2015 Standard geworden. Ja, hier sieht man nochmal B- und C-Modell. Ja, der Wagen ist ein Witz. Wartehäuschen natürlich eine ganz nette Idee. Die Lokomotive passabel, auch ein bisschen bunt. Ja, und das auch etwas klobig und klotzig, aber immerhin B-Modell. C-Modell ist ja auch Spielzeug. Eher, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Das sind ja keine Sammlermodelle, sondern die richten sich ja in erster Linie immer an Kinder. Genau, jetzt sind wir. Das war die erste Anleitung. Die zweite. Die dritte. Die vierte, die fünfte, die sechste und die siebte. Ich habe den Zug tatsächlich nicht siebenmal vollständig. Einmal habe ich noch bei einem Kauf waren auch zwei Anleitungen bei. Ich weiß auch nicht warum. Einen habe ich direkt neu gekauft, nur einen Zug erstmal aufgebaut. Den zähle ich nicht mit. Davon habe ich auch noch die Anleitung und ich glaube, zwei waren unvollständig. Da waren aber jeweils auch Anleitungen mit bei. Genau. Jetzt fehlen natürlich noch einige Sets. Nämlich, wie ich ja eben schon sagte, nur die Anleitung im A5-Format. Man könnte natürlich auch noch weiter zählen. Die Sets 1 und 183, also das Schweizer Krokodil, das hat noch eine Anleitung im A4-Format. Mal und Train-Serie, die hat aber auch keine Anleitung im A4-Format. Dann sind noch die TTX und BNSF-Lok. Ja, und halt Schienenfahrzeuge. Aber das war jetzt mein grober Überblick, was es so an Zügen und vor allem auch an Zubehör in den 90ern gab. Was würdet ihr denn sagen? Kanntet ihr die Sets schon? Welches von denen gefällt euch am besten? Ein Zug fehlt, den habe ich euch nicht gezeigt. Da fehlt mir nämlich eine Anleitung zu. Welcher ist es? Ein Tipp, der passt in diese. Oder die Nummer sticht etwas heraus. Auch aus den 90ern ein Güterzug ist es, der hier nicht gezeigt wurde. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr wisst, welcher das ist. Ansonsten kann ich euch das auch gerne beantworten. Ja. Und ja, das war es dann erstmal fürs Erste. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, lasst es mich gerne wissen. Ich gehe gerne drauf ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.